Moin, ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. In diesem Video geht es um die Frage nach der optimalen Kadergröße im Fußball. Bei verschiedenen Analysen habe ich nämlich festgestellt, dass diese stark variiert, sowohl im Zeitverlauf als auch von Club zu Club. In der Bundesliga sind im Durchschnitt über die letzten Jahre immer so ungefähr 582 Spieler beschäftigt, das sagt zumindest Transfermarkt. Aktuell sind es nur 522. Das sind schon mal einige Schwankungen und ich finde es besonders beeindruckend, dass innerhalb von 2 Saisons der Unterschied von allen Spielern, die in der Bundesliga angestellt sind, bei 122 lag. 122. Das wiederum bedeutet, dass pro Club ungefähr 7 Spieler weniger da sind als noch 2 Jahre zuvor. Das finde ich durchaus beeindruckend, wobei wir dabei natürlich berücksichtigen müssen, dass in der Bundesliga dann innerhalb der 2 Jahre auch andere Clubs gespielt haben. Einige sind ja abgestiegen und andere aufgestiegen. Trotzdem ist es auch so, dass innerhalb der Bundesliga sehr viele unterschiedliche Philosophien bezüglich der Kadergröße gelebt werden. Aktuell hat Eintracht Frankfurt unter anderem mit dem größten Kader mit ungefähr 33 Spielern. Bei Bayer Leverkusen sind es 9 weniger, nämlich nur 24. Das habe ich zum Anlass genommen und mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Die Frage ist also, was müssen Sportmanager beachten, wenn sie einen Kader zusammenstellen, im Hinblick auf die Größe? Da gibt es natürlich verschiedene Kriterien. Eins ist recht offensichtlich, je mehr Spiele ich in einer Saison habe, desto mehr Spieler brauche ich natürlich auch, weil die sich ja irgendwann ausruhen müssen. Wenn ich also Bayern München bin, die Champions League und den DFB-Pokal gewinnen möchte, habe ich wesentlich mehr Spiele, als wenn ich beispielsweise irgendwo im Mittelfeld spiele und in der ersten Runde des DFB-Pokals ausscheide. Das ist, glaube ich, recht offensichtlich. Was müssen Sportmanager noch berücksichtigen? Es gibt Spieler, die sind leider sehr verletzungsanfällig. Das bedeutet, sie sind häufig einfach nicht einsatzfähig. Klassisches Beispiel ist in diesem Fall Coman, der Flügelflitzer vom FC Bayern München, der leider sehr häufig verletzt ist. Natürlich muss er dann ersetzt werden. Auch die Herkunft der Spieler spielt eine gewisse Rolle, und zwar in zwei Hinsichten. Das erste ist, dass Spieler aus Asien für ihre Turniere, Kontinentalturniere, sehr weit fliegen müssen, dass sie also große Reisezeiten haben. Hinzu kommt, dass diese Turniere in der Regel nicht auf den europäischen Ligabetrieb abgestimmt sind. Dann wurde ich aber von meinem Leser Sebastian in den Kommentaren noch darauf hingewiesen, dass es auch eine weitere Regelung im Hinblick auf die Spieler gibt. Laut Lizenzordnung müssen nämlich mindestens 8 Spieler in einem Profikader lokal, also innerhalb von Deutschland, ausgebildet werden, 4 davon beim eigenen Club. Das führt natürlich dazu, dass auch mal Spieler einen Lizenzspielervertrag bekommen, die vielleicht nicht wirklich das Potenzial haben, in der Startelf zu stehen, aber immerhin dafür sorgen, dass diese Regelung erfüllt wird. Hinzu kommt dann noch die Frage, wie variabel eigentlich ein Trainer spielen möchte und wie variabel auch jeder einzelne Spieler ist. Wenn ich beispielsweise einen Spieler habe, der nur eine Position spielen kann, brauche ich im gesamten Kader wahrscheinlich mehr Spieler, als wenn ich Spieler habe, die verschieden einsetzbar sind. Das also in aller Kürze sei wieder ein schneller Ritt durch die Frage, wie groß ist eigentlich der optimale Kader im Fußball, beziehungsweise was muss ein Sportmanager bei der Zusammenstellung mit Hinblick auf die Größe berücksichtigen. Wenn du jetzt sagst, du möchtest noch mehr dazu erfahren, dann klick einfach auf den Link in der Beschreibung zum Video. Würde mich richtig freuen, wenn du da draufklickst und noch viel mehr, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dann, dein Ralf von Fußballwirtschaft.